Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. Oh, Freunde der Wahrheit. Ja, es gab jetzt Anfragen wegen Messerschärfen. Das scheint voll im Trend zu sein, aber dafür gibt es auch schon hunderte von Videos im Internet. Wir machen mal ein besonders kurzes und einfaches. Was habe ich mir gekauft? So, das gab es damals in irgendeinem Messerkatalog für relativ wenig Geld. Mensch, ich weiß gar nicht, 10, 15 Euro? Keine Ahnung. Das ist so ein schöner Arkansas-Schleifstein. Ja, ich habe einen besonders feinen mir ausgewählt, weil ich schleife lieber etwas länger. Und dafür feiner, umso schärfer wird es. Ich habe Zeit. Ja, wie muss man dabei vorgehen? Wie stellt man sich das vor? Naja, gutes Produkt. Ich schleife gerne mit Öl. No? Da gibt es hier schöne Sprühflasche. Das ist von Banistol. Das nehme ich deswegen gerne. Das kann im Notfall auch aufgeleckt werden und man stirbt nicht dran. Voll biologisch abbaubar. Mal uralt, ach, das gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg, wurde jetzt stark behaupten. Kann man übrigens auch mal im Internet nachlesen. Die Geschichte ist ganz interessant, für was man das alles nehmen kann. Umweltschonend und biologisch abbaubar ist für mich eigentlich ganz wichtig, wenn ich mir irgendwas kaufe. Und wenn auf dem Öl draufsteht, ohne Verharzen. Das ist auch nochmal. Also es härtet in dem Sinne nicht aus, das ist wichtig. Und hautfreundlich, also... Ich sag mal so, wie gesagt, das kann man lecken und man stirbt nicht dran, ne? So, ich sprühe einfach mal so ein bisschen was hier drauf. Zack. Das sinkt auch sofort ein. Stein ist porös. Ja, wie soll man das jetzt zeigen? Es gibt die verschiedensten Varianten. Wenn man das jetzt noch nie gemacht hat und man weiß gar nicht genau, wie und wo man schleift, da gibt es so einfach einen Trick. Man sollte mal die Schneide vorne einfach mal so ein bisschen schwarz malen. Und zwar nur die Schneide, ne? Das kann man über gesamte Klinge machen, sieht das der Kameramann. So, warum mache ich das? Naja, jetzt könnt ihr als Anfänger einfach mal kontrollieren, wo ihr schleift. Weil dort, wo die Farbe runter ist, dann haltet ihr das Messer richtig. Kreisende Bewegung, macht einer, manch einer zieht auch bloß rüber. No, mit viel Zeit kann man das machen. Zack, zack. No. Und das müsst ihr natürlich, hier seht ihr jetzt, kann man es erkennen? Wo die Farbe runter ist, hat man geschliffen. Dadurch kann man einfach mal so ein bisschen korrigieren, wie man das Messer halten soll. Die Theorie besagt 15 Grad ungefähr. Ja, ja, wer will denn jetzt hier messen, was 15 Grad ist, ne? Also einfach, ihr müsst da so ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Klinge halten, ganz in Ruhe, schön. No? Hier vorne ein bisschen draufdrücken vielleicht, kreiseln lassen. Die Spitze nicht vergessen. Das ist alles keine Kunst und auch keine Zauberei. Ihr müsst bedenken, dass es auch mal ein paar Minuten dauern kann, wenn die Klinge wirklich stumpf ist. No. Ich habe mir deswegen einen feinen Schleifstein genommen. Der trägt auch nicht so viel ab. Ist normalerweise für einen Feinschliff gewesen. Aber ich habe Zeit. Also man lässt die Klinge schön tänzeln. Zack. Und so müsst ihr euch das vorstellen. So funktioniert das mit so einem Schleifstein. Manch einer zieht doch bloß so. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass hier eine Methode besonders besser ist wie die andere. Da muss man auch so mit ein bisschen Übung ein kleines Händchen für entwickeln. Wichtig ist, dass ihr euch einen ordentlichen Stein kauft. Ein ordentliches Öl. Ja, trocken, weiß ich nicht. Ich habe immer den Eindruck, das macht dann mehr Riefen, wenn man mal... das Messer ein bisschen falsch hält, schmürgelt man gleich hier hinten eine Riefe rein. Naja, und dann wird hier einfach mal so rübergezogen. Man muss da auch nicht so besonders dolle drücken. Naja, Schnitttest. Erstmal sauber machen. Zack. Das Öl ist eigentlich farblos. Da sieht man mal, was man da alles an Dreck runterholt. So. Halten wir es mal an die Kamera, gucken. Oi, oi, oi. Also,
Das ist wirklich, ja, schon besser wie vorhin beim Review. Also, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ja, ich glaube, das ist keine Kunst, das kann jeder selber sich ein bisschen reinfitzen. Das ist kein großes Geheimnis, ne? Tschüss, Leute!